Moin, Freunde, da sehen wir das Freundschaftsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel. Ich versuche mal einfach zu sagen, wir werden nicht verlieren. Die Kieler sind natürlich stark motiviert, sind zwar ein bisschen schwächer als wir, 130 Punkte. Schwierige Entscheidung in Düsseldorf, gleich in der dritten Minute, da geht's los. Voroni nimmt den Ball irgendwie an und trifft Fortuna, für Fortuna Düsseldorf. Doch, sofort bildet sich eine Spielertraube um ihn und reklamiert Foulspiel, wurde angeblich umgestoßen, Schiedsrichter hat nichts gesehen und auch eine Befragung des Assistenten gibt keinen Ausschuss. Da greift der Schiedsrichter zum letzten Mittel und befragt den Übeltäter, aber der winkt ab, reguläres Tor. Okay, da merke ich es gerade selbst, ich muss die Textgeschwindigkeit bei sowas drosseln. Damit steht es nach 3 Minuten 1:0. Der Schiedsrichter trifft mutige Entscheidungen. Hier war er nicht ganz so mutig. Das ist aber auch kein Problem für uns. Die Gangart von den Kielern oder Holsteinern wird rauer. Patrick Herrmann kriegt da schon gleich gelb. Er sieht rot. Gelbe Karte hier. Oh, das sieht neu aus. Taktik. Da können wir sogar das umstellen. Abwehrreihe. Spielt hier mit Abseitsfalle, okay. Passspiel, Einsatz. Wir machen höheren Einsatz. Ja, ja, das ist gut, dass man hier so ein bisschen sieht. Blaufläche signieren Vorteile der Heimmannschaft, rote Fläche Vorteile der Auswärtsmannschaft. In den jeweiligen Bereichen des Spielfelds, je kräftiger die Farbe, desto größer die Überlegenheit. Ich sehe also, wir sollten vielleicht über die Flügel kommen. Wollen wir das mal probieren? Also wir haben hier richtig gute Verteidigung. Ich sehe gar nicht, was hier links passiert. Ich überlege aber gerade. Angriffsseite mal über die Flügel. Probieren wir das mal. So. Voronin setzt sich im 16er gut gegen Patrick Herrmann durch und legt dann zurück auf den Rammstürmer Reisinger. Gelbe Karte hier in Manuel Hartmann. Falsche Entscheidung von Seifedin Pfeffer. Nach einem Zweikampf mit Axel Bellinghausen rollt der Ball ins Aus. Der Assistent zeigt Einwurf für Fortuna Düsseldorf. Manuel Hartmann ist einverstanden und reckt beide Daumen nach oben. Pfeffer interpretiert dies als Beleidigung und zeigt völlig zu Unrecht die gelbe Karte. Ja, Fortuna Düsseldorf ist hier eindeutig am Drücker. Das ist sehr gut, dass man hier sieht, wo wir guten Vorteil haben. Wir sind hier auf jeden Fall sehr stark. Über die Mitte kommen sie eher nicht durch, das heißt, sie werden es über die Flügel probieren. Mit einem grenzwertigen Tackling klärt Manuel Hartmann im letzten Moment gegen Axel Bellinghausen, der sich anschließend so sehr aufregt, dass er froh sein kann, keine gelbe Karte zu sehen. Kasper Johansen, also wir haben echt Glück, dass der Gegner hauptsächlich gelb sieht. Da schon 3 gelbe Karten, bei uns noch alles im grünen Bereich. So, wir versuchen jetzt die Jungs nochmal zum Konzentration zu zwingen. Gibt es hier ein Tor? Ja! 2:0. Wir schauen uns an. Robbie Kruse schießt das Tor. Wunderbar. Möglichkeit für Fortuna Düsseldorf. Andreas Lampers schickt Oliver Fink rechts auf die Reise. Patrick Herrmann lässt sich da ausspielen. Oliver Fink flankt aus vollem Lauf, sodass Robbie Kruse frei am Langpfosten im Flug den Ball einschießen kann. Trainer Thorsten Gutzeit muss reagieren. Lampers sieht gelb nach einem taktischen Foul. Okay, da müssen wir jetzt vielleicht mal sagen, dass wir ein wenig den Einsatz drosseln, damit es nicht ganz so starke nächste Chance und noch ein Tor. Also im Moment läuft es für den KSV, hätte ich fast gesagt, für Fortuna sehr gut. Wir haben in unseren Trainingsspielen fast alles gewonnen. Voronin, hier sehen wir wieder ein Tor geschossen. Stefan Reisinger bedient Andrei Voronin und der erfahrene Routinier trifft von der rechten Strafunggrenze den Ball perfekt und lupft ihn über Morten Jensen hinweg zum 3:0. Holstein Kiel kann nun alles nach vorne werfen, es kann nur noch besser werden. Gelbe Karte für uns durch Axel, der da auch ein taktisches Foul wahrscheinlich gemacht hat. Wir sehen gleich, erste Halbzeit ist vorbei. 2 Minuten werden noch nachgespielt. Also alles super. 120 Sekunden werden hier noch nachgespielt und dann ist es auch schon vorbei. Da läuft es einfach wie geschmiert bei uns. Ja, das kann man wohl sagen. Spielergespräche. Hier bei euch, Jungs. Ich muss da euch mal ein bisschen motivieren, dass ihr ein bisschen kritisieren eigentlich erst bei einer höheren. Hat keinen Effekt. Hat auch keinen Effekt. Hm.
Aber dich darf ich doch loben, ne? Selbstvertrauen und die Moral geht hoch. Das ist gut. Hier, Schüsse und Tor. Und trotzdem nur eine... Nur eine 3,5. Suarez, dich darf ich auch nochmal loben. Zack. Und jetzt können wir noch ein paar durchkneten. Dich zum Beispiel und dich. Und ich würde mal sagen, wir kneten durch... ihn hier. Sehr gut. Halbzeitansprache. Heute gibt es nur noch einen Sieg für uns. Ja, machen wir mal. Manager Level 2. Das freut mich eigentlich, dass wir hier schon jetzt den zweiten Level gekriegt haben. Hier muss ich mal sehen. Eigentlich sind die LM und ZM. Das ist auch interessant. Vielleicht wollen wir hier schon mal einen anderen bald die Chance geben. Besonders wegen der gelben Karte müssen wir aufpassen. Thorsten Gutzeit wird sich eine solche Leistung seiner Spieler sicher nicht noch einmal 45 Minuten ansehen. Man kann sich vorstellen, dass es bei Holstein Kiel in der Pause durchaus etwas lauter gewesen ist. Na, weiß man ja nicht. Da fast eine Chance. Eine gute Kontermöglichkeit für Fortuna Düsseldorf wird durch ein schlechtes Abspiel von Andrei Voronin schon im Ansatz zunichte gemacht. Nächste Möglichkeit. Ich rieche ein Tor. Oh, was ist da los? Ist da nichts gewesen? Scheinbar nicht. Ein Torschuss in Halbzeit 2 nach einer schönen Kombination. Außenpass, Robby Kruse verpasst Andrei Voronin nur knapp sein drittes Tor an diesem Tag. Winterpause. Und ich sehe ein Tor für Holstein Kiel. 3:1 steht es da von Fiete Sikora. Jetzt ist etwas drin. Holstein Kiel hat jetzt Platz und verliert keine Zeit. Marcel Schied schaut kurz nach rechts, passt dann geschickt zu Marc Haider auf den linken Flügel. Der bisher unauffällige Mittelspieler schüttelt seinen Gegenspieler mit einem Übersteiger ab, flankt sofort in die Mitte, wo Fiete lauert und den Ball mit der Stirn über die Torlinie befördert. Sehen wir jetzt hier noch ein Tor, 4:1. Ja, sehr schön. Also... Unsere Jungs schießen viele Tore. Robby Kruse auch sehr gut. Die Aufstellung. Ich glaube, ich lasse das mal den Co-Trainer machen, weil es werden wahrscheinlich eh alle ausgewechselt. Von daher ist es nur eine Frage der Zeit. Also können wir uns ein bisschen mehr auf das Spielgeschehen konzentrieren, was hier so passiert. Dieser Ball ist ein Stück auf der rechten Seite. Ach, das habe ich noch gar nicht gelesen, ne? Patrick Herdmann hebt die Hand und spekuliert auf Abseits. Schiedsrichter Pfeffer teilt diese Meinung jedoch nicht. Andrei Voronin ist somit plötzlich frei, legt wunderbar quer auf den mitgelaufenen Robby Kruse. Dieser legt den Ball ein Stück auf die rechte Seite und zieht sofort ab. Morten Jensen ist unten, aber kann den Ball nur hinterher schauen. Ein super Tor. Da gibt es schon mal einen Spielerwechsel. Die Welle im Stadion nimmt überhaupt kein Ende mehr. Es gibt nur noch die Megawelle. Christian Jürgensen kriegt auch gelb. Ah, da will sich den Ball mit der Hand vorlegen. Ken Ilso kommt rein für Andrei Voronin. Sehr schön. Also mit unserer Vorbereitung können wir ganz gut zufrieden sein. Die Fitness steigert sich auch langsam. Wäre natürlich schön, wenn wir sie auf... 100 kriegen könnten, das wird aber wahrscheinlich erst im Laufe des im Laufe der Saison passieren. Und da sehen wir ein Tor. Ich habe gar nicht mitgekriegt, jetzt für wen. 5:1, Stefan Reisinger. Wie das 5:1? Robby Kruse legt den Ball aus der Mitte gut ab für den auf der rechten Seite durchgebrochenen Stefan Reisinger. Der zieht freistehend an der Strafraumgrenze ab und versenkt den Ball unhaltbar im linken unteren Eck. Der Schicksalsfaden von Holstein Kiel ist nach diesem Gegentreffer für heute gerissen. Naja. Jetzt mal hier gucken. Taktik, da sehen wir auf jeden Fall, dass wir da gut im... wollen wir ein bisschen riskanter passen. Mal einfach probieren. Ich probiere es einfach mal. Hat es wieder geklappt. 6:1, Ken Ilso. Also hier demontieren wir auf jeden Fall die Holsteiner gerade. Das ist echt sehr komisch. Es gibt eine Ecke. Raffi verlängert die Ecke geschickt auf Ken Ilso, der aus 8 Metern einköpft. Für die Spieler von Fortuna Düsseldorf ist jetzt hier nur noch ein besseres Training. Tja. Sturmtank wird ja auch gemacht. Ecken, Zeitspiel. André Hebler macht das Spiel schnell, legt den Ball nach links. Marc Haider
zu Makaida. Der flankt aus vollem Lauf hoch aufs Tor. Giefer ist da und lenkt das Leder in höchste Not zur Ecke. Da gibt es jetzt die Ecke von rechts. Heber und Malezas steigen zum Kopfballduell hoch, aber Malezas kann sich durchsetzen und Giefer muss nicht eingreifen. Also ich kann hier nochmal sagen, super Jungs. Bin sehr stolz auf euch. 3 Tore in jeder Halbzeit geschossen. So, ob das mit diesen riskanten Bällen jetzt klappt? Langes Passspiel habe ich gestellt, ne? Ah, okay. Passart. Lang und riskant. Passspiel. Probieren wir es mal. Also in der letzten Minute wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Nach 60 Sekunden wird nachgespielt. Das erscheint wenig. Und da ist der Schlusspfiff ertönt. Mit dem 6:1 können wir mal unser Team nochmal ansehen. Die Noten sind eigentlich sehr gut. Ken Ilzo, sehr gut, eine 1,5. Robby, Kruse, Voronin. Das müssen wir auch gleich hier in dem Bildschirm noch sehen. Ja, Voronin hier mit 2 Toren und Vorlage. Genau wie Robby Kruse. Stefan Reisinger, 1 Tor, eine Vorlage. Ilzo, 1 Tor. Und Nando Raphael auch eine Vorlage. Ich habe dadurch 5 Ansprachenpunkte gewonnen. Das ist schon sehr heftig. Vielleicht können wir eigentlich nochmal hier mit den Leuten reden. Das habe ich gar nicht gemacht, glaube ich, in der letzten Folge. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz, dass das Spiel so gut gelaufen ist. Real Valladolid ist an André Voll herangetreten. Ihr Jugendspieler André Voll, 18 Jahre, befindet sich mit Fado in Real Valladolid. Wenn sie ihm allerdings einen sofortigen 2-Jahres-Vertrag mit einem Grundgehalt von 91.000 anbieten, würde er es sich vielleicht überlegen. Möchten sie einen solchen Vertrag anbieten? André Voll, er hat 3 Sterne. Wie sieht es denn hier in der zweiten Mannschaft aus? Da hat keiner 2 Sterne. Das heißt, können wir eigentlich machen. Okay, André Voll akzeptiert. Okay, neuer Gegenstand, neuer Hintergrund. Ein Ring? Warte mal. Ich habe doch gar nicht geheiratet. Nö, nee, auch keine Ische. Okay, interessant. Spielbericht, da sehen wir es nochmal. Torwart, sehr schön. Da wollen wir nochmal in der Teamdynamik quatschen. Minus 20 sind wir noch. Spieler sprechen. André Voronin, großes Lob. Du trainierst sensationell. Das ist neu, das habe ich noch nicht gehört. Sagen wir ihm das mal. Das bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank. 3 Moralpunkte, sehr gut. Die Akzeptanz in der Mannschaft. Ich weiß nicht, wie man das hochkriegt. Dani Schein und Rafael Nando. Ballkontrolle, okay. Stärke 74 schon. Du hast gut trainiert. Sehr schön, das sind so die Standardsachen, die wir so sagen können. Lamperts. Deine Mannschaftsführung ist... Na, das ist mir... Probieren wir es einfach mal. Stimmung ist jedenfalls in Ordnung, okay. Was ist denn los? Möchte offensive Ausrede spielen, möchte einen erfahrenen Trainer. Großes Lob machen wir mal. Sehr gut, 5 Punkte dafür. Die haben alle das gemeinsame Ziel und er wird auch gut akzeptiert. Das ist eigentlich ganz gut. Voroni noch nicht, weil er halt neu ist, ne? Bellinghausen, gut trainiert. So, Digne. Den müssen wir nochmal gucken. Robby Kruse. Eigentlich hat er auch ein gutes Spiel gemacht letztes Mal. Zumindest hat er auch ein Tor geschossen. Rafael Nando. Jum, jum, jum. Das mit den Verträgen müssen wir echt nochmal schauen. Kämpfen um die gleiche Position. Und da ist er. Ein bisschen traurig, schätze ich mal, dass ich Digne geholt habe. Man kann es aber nicht allen gleichzeitig recht machen. Das ist eben das Problem. Kann ich noch irgendwie... Ja, genau. Hier, die kann ich noch sagen. Dani Schein. Gut trainiert. So, habe ich noch einen eigentlich? Nee. Keine weiteren Gespräche. Was sagt unsere... Oh, plus 40. Yay. Das freut uns doch, wenn das da hochgeht. Wir haben keinen Anführer. Wieso ist da kein Anführer mehr? Was ist da los? Ich sehe einige Spieler, die vielleicht abgeben sollten.
Okay. Kann ich hier irgendwas? Ich habe es immer noch nicht kapiert. Irgendwo eine Teamanalyse. Irgendwo hier was zum Anklicken. Diagramm wird einmal pro Woche aktualisiert. Möchte im Training gefordert werden. Welchen Tag haben wir denn jetzt? Heute ist der 29. Das heißt, Osnabrück, also der nächste Gegner. So, Sponsorentreffen. Sie haben bislang nicht mit der Stadioninfrastruktur beschäftigt. Ihr Geschäftsführer fragt, ob Sie in der Zukunft diese Aufgaben für Sie übernehmen sollten. Nein. Achso. Ja, darf er gerne machen. Stadioninfrastruktur. Neues Sponsorenangebot. Sehr gut. Ihr seht, ich habe jetzt auch endlich ein Patch installiert. Versuchen wir mal, die Summe zu erhöhen. Oh ja, unterschreiben. 214.000. Okay, damit haben wir ThyssenKrupp. 214.000 ist nicht gerade viel, könnte mehr sein, aber lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Freikarten werden wir mal geben. Sogar 4 VIP-Logen, da haben wir... Machen wir das mal. Ja, es ist der gleiche Bug wie vorher immer noch. Was man mir mal drücken muss, glaube ich. Zumindest sah es so aus. So, Vattenfall. Machen wir mal Anzahl erhöhen. Nein, Summe. Naja, okay. Hauptsache, unsere Banden werden langsam voll. Noch 52 freie Banden. Da müssen wir noch einiges machen. Okay, die Fitness geht langsam ganz gut hoch. Natürlich die wenig Erfahrung oder wenig Spielpraxis haben, bei denen nicht. Sieht es hier in der zweiten Mannschaft aus? Oh, die ist auch ziemlich voll. Okay. Das haben wir hier erledigt. Sponsorentag durchgeführt. Und ich schaue kurz auf den Kalender. Hier Saisoneröffnung. Wie viel Zeit haben wir dann noch? Da haben wir noch 2 Wochen Zeit. Okay, das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüssi.